Der Adel im 21. Jahrhundert, das klingt ja schon wie ein steiles Versprechen. Aber meine Erfahrung ist, dass genau dieses Konzept heute die richtige Beschreibung ist. Weißt du, es gibt eine Gruppe von Menschen, die leben, ohne dass es der Rest mitbekommt, fast schon abartig privilegiert. Und das hat jetzt nichts mit Milliardären zu tun. Es gibt hier simple Konzepte und wenn du die berücksichtigst, wirst du in jedem Vorstellungsgespräch, bei jeder Auftragsvergabe, aber auch in jedem anderen sozialen Kontext fast schon unfair bevorzugt. Der gute Kennedy hat mal gesagt, Ungerechtigkeit stört einen immer nur, wenn sie zu den eigenen Ungunsten ist. Lass uns die Welt also zu deinen Gunsten ungerecht machen. Und ich habe euch am Anfang was versprochen. Ich habe euch versprochen, dass ich euch zeige, wie es Leuten möglich ist, in der heutigen Zeit dreistellig zu verdienen pro Stunde und das ohne, dass man jetzt irgendwas Besonderes können muss. Also klar, Talent schadet nie, aber es ist überbewertet. Und das ist tatsächlich, jetzt nicht wegschalten, den kennt ihr schon, aber den spiele ich ein bisschen anders als alle anderen. Das ist der Halo-Effekt. Halo hat nichts mit einem Song von Beyoncé und auch nichts mit dem Computerspiel von Microsoft zu tun. War das Beyoncé? Ich weiß es gar nicht. Sondern Halo ist der Heiligenschein im Englischen. Und Halo steht dafür, dass ihr eine Eigenschaft habt und die strahlt so ab, dass alle anderen Eigenschaften dadurch verstärkt werden. Ärzte fragen wir über Ernährungsthemen. Und das ist grober Unfug. Ärzte sind keine Ernährungsberater. Die haben 30 Jahre alte Studien gelernt über Ernährung. Und die alten Studien über Ernährung sagen ja noch, dass Brot und Gluten ein Fundament einer gesunden Ernährung sind. Heute wissen wir, das ist der schnellste Weg zum Flauschigwerden. Viele Ärzte erzählen es uns immer noch, weil sie es damals gehört haben. Dann hören wir drauf, weil der hat ja einen Doktor. Halo-Effekt. Und ich möchte euch mal zeigen, wie ihr den Halo-Effekt ohne Doktortitel spielen könnt. Weil nichts anderes ist der Doktor. Es ist ein Vertrauensauslöser. Und hier möchte ich euch sagen, ich habe damals, als mein Transportunternehmen nicht lief und ich es beenden musste, habe ich mir eine Frage gestellt und die war ganz banal. Wo kriege ich jetzt Kohlen her, um das wieder zu reparieren? Und ich habe geschaut, hey, ich wollte immer Trainer werden. Problem war, in dem Alter war ich zarte 22 und mit 22 hat mir jeder gesagt, Herr Scholin, kommen Sie in 5 Jahren nochmal wieder, dann sind Sie auch nicht jünger als alle unsere Teilnehmer, dann können wir nochmal sprechen. Ich hatte keine 5 Jahre. Und ich wollte auch nicht 5 Jahre auf meinen Traum warten. Ich habe schon ganz früh davon geträumt, Speaker und Trainer zu sein. Dann ist mir eine Idee gekommen. Und die Idee hab ich nur umsetzen können, weil ich den Halo-Effekt kannte und verstanden habe. Ich habe geschaut, wo kommt man am leichtesten rein? Würde ich heute nicht mehr machen. War damals Jobcoaching. Jobcoaching war ziemlich stark gesucht. Ich habe mir im Internet die 50 häufigsten Fragen auf Vorstellungsgespräch zusammengesucht. Diese 50 Fragen habe ich in eine PDF gepackt und habe sie smart beantwortet. Google war mein Freund. Diese PDF ein bisschen formatiert und auf Amazon als E-Book veröffentlicht. Das Ding hatte was bei 20 Seiten, war an einem Wochenende gemacht. Intensives Wochenende, muss ich dazu sagen. Und dann habe ich es auf kostenlos gesetzt und plötzlich war ich eine Woche lang das meist heruntergeladene Buch im Bereich Karriereberatung. Das habe ich gescreenshottet, das habe ich in die Bewerbungsmappe reingemacht, darüber habe ich gesprochen. Und plötzlich haben mich 100% der Leute eingeladen. Wenn ich mich jetzt noch bei was, wo es mehr Geld gibt als bei Jobcoaching, damit vorgestellt hätte, hätte ich auch wesentlich mehr noch machen können. Aber das war mein Einstieg. Ihr müsst kein Buch schreiben. Ihr müsst nur verstehen, wie SEO funktioniert. SEO ist Search Engine Optimization. Das ist Suchmaschinenoptimierung. Das H davor ist Human, Menschen. Ein Buchprojekt. Jetzt mal ganz kritisch in die Runde gefragt. Traut sich's jeder von euch zu, mit 2 anderen Leuten zu einem Thema, was ihr in Berufsausbildung oder Studium habt, auf 50 Seiten innerhalb von einem Monat was Cooles zu verfassen? Einfach nur ein Guide. Ihr hattet BWL, ein Guide über Projektmanagement, irgendwas über einen Teil der Buchhaltung. Das muss nichts Weltbewegendes sein. Ihr müsst nicht der nächste Bestseller sein. Aber traut ihr euch mit 2 anderen Personen zusammen zu, sowas zu reißen? Ihr könnt das. Wer hier kein Plus setzt, sage ich. Mehr Glaube. Jeder von uns hat unendliches Potenzial. Potenzial wird nur durch Ablenkung reduziert. Der einzige Grund, warum wahrscheinlich Leute kein Plus setzen, ist doch die Zeit. Die Zeit ist der einzige Grund. Und Zeit ist immer nur eine Ablenkung vom Wesentlichen. Wenn ihr für etwas nicht bereit seid, alle eure Zeit zu opfern, dann frage ich euch, warum macht ihr es überhaupt?
Und dementsprechend, wenn wir das verstanden haben, jetzt gehe ich mal wieder in die Präsi rein, dann können wir sowas, ja, perfekt, dann können wir sowas wie ein Buchprojekt easy reißen. Hier mal eine Frage an den Max von eLevel. Eure Community steht oder wird bald stehen? Sehr cool. Folgendes: eLevel Academy sind die Veranstalter dieses Webinars, wer sie noch nicht kennt. eLevel Academy besteht aus dem Max und dem Tobi. Das sind zwei ziemlich geile Säue, die sich damals im Studium gedacht haben: Wo kriege ich praxisorientierten Content her, der günstig verfügbar ist und in einer guten Qualität ist? Sie haben nichts gefunden und deswegen haben sie es selber gemacht. Das konsumiert ihr heute. High-Quality-Webinare mit cleveren Prinzipien finanziert, sodass ihr auch wirklich Content bekommt, der sonst eine Menge Kohle kostet. Und dafür danke ich euch bei jedem Webinar. Es macht Riesenspaß, mit euch zusammenzuarbeiten. Und die Jungs haben sich jetzt was überlegt. Es gibt eine Community, wo man sich bei genau solchen Konzepten vernetzen kann. Ich glaube, hier baut gerade einer verzweifelt den Button. Weil das war nicht abgesprochen vorher. Aber wäre eine Möglichkeit, dass ihr euch da zu diesem Thema verlinkt. Hier sind ein paar Leute, die sind die ganze Zeit dabei geblieben. Die haben Bock auf das Thema. Ihr seid dabei, weil ihr diese Ausstrahlung haben wollt, weil ihr Power in euer Leben bringen wollt. Also nutzt die Chance. Ihr findet hier Leute, die kennen das Konzept schon. Ich erkläre es ja gerade. Ihr müsst nur noch anfangen. Einer kümmert sich auf Canva um ein geiles Design, die nächsten schreiben. Danach gebt ihr es auf Fiverr, einer Seite für Freiberufler, noch zu einem Lektor oder fragt euren Grammatik-Nerd im Freundeskreis, ob er nochmal drüber schaut. Kleiner Tipp: Ihr erkennt den Grammatik-Nerd immer daran, dass das Leute sind, die alles sehr, sehr genau nehmen. Das sind zum Beispiel auch die, die fünfmal den Knopf drücken, um zu schauen, ob das Auto auch wirklich zugeschlossen ist. Und statistisch gesehen, mindestens vier Leute habe ich gerade erwischt. Böp, 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 böp. Buchprojekte sind aber nicht alles. Es muss hier nicht jeder ein Autor werden, sondern es gibt auch die Möglichkeit, klug im Netz zu kommen. Ah, perfekt, da haben wir doch den Link. Also hier ist ein Discord-Server, könnt ihr euch verlinken für genau solche Projekte, die ich euch jetzt gerade beibringe. DeepLwrite ist auch ein super geiles Tool, auf jeden Fall. Hier mit Close kann ich es mir jetzt ausblenden. Sehr cool. Kluges Kommentieren. Ihr macht euch einen Account mit eurem Klarnamen. Also der Name, der auch bei einer Bewerbung angegeben wird. Jetzt sucht ihr euch Blogs zu eurem Thema und dann lasst ihr dort kluge Kommentare. YouTube-Kanäle zu eurem Thema, Instagram zu eurem Thema. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Jetzt googelt man euch und man findet eure Beiträge. Und wenn die kompetent geschrieben sind, dann kommt was, nämlich ein Halo-Effekt mit: Wow, die Person ist ja mega informiert und vernetzt bei Thema XY. In Amerika ist das Standard. In Amerika wird man schon auf nichts höher als Straßenkehrer befördert, wenn man nicht eine eigene Website hat, wo man seine eigene Kompetenz darstellt. Gott sei Dank sind wir Deutschen da noch ein bisschen oldschool. Ihr könnt damit trumpfen. Ihr seid First Mover mit der Taktik. Und das ist halt ein ziemlich schöner Vorteil. Ihr könnt auch kleine Produkte an dieser Stelle veröffentlichen. Was meine ich mit einem kleinen Produkt? Ein kleines Produkt kann Beispiel ein E-Book sein, das kann aber auch eine Kurzvideoanleitung sein. Beispiel: Ich habe meinen Abschluss zum Haus- und Grundstücksverwalter damals gemacht. Ich habe damals gedacht, ich gründe ein Immobilienunternehmen, das war erfolgreich im Gegensatz zum Transportunternehmen, und habe halt einen Abschluss dazu gemacht. Ich habe dann meine Lösungen auf die Einsendeaufgaben in diesem Studium online verkauft, weil ich gemerkt habe, hier kaufen sich einfach Leute Lösungen. Und somit war auch einer meiner ersten Treffer, dass ich in diesem Bereich für Studenten, die sich's leicht machen wollen, Lösungen verkaufe. Auch nochmal ein Kompetenzindikator. Und nebenher hat mir dieser Spaß das Studium gegenfinanziert. Also ich bin am Ende netto mit Gewinn aus dem Studium raus. Was macht Lisa Müller? Lisa Müller kann eine Website erstellen und auf die verweisen. Das muss nichts Spektakuläres sein. Das kann so ein simpler One-Pager auf Squarespace, Wix, Strato oder wie sie nicht alle heißen oder auch Google sein, wo du einfach nur fix deine Daten darstellst und unten in der Bewerbung sagst du Homepage. Also, ich merke es an, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil du wirst wahrscheinlich nicht die einzige Frau Meier auf diesem Planeten sein. Aber da kannst du es über eine Homepage, auf die du in der Bewerbung oder aber auch an anderer Stelle verweist. Greift dir am Ende alles ineinander. Das Ding ist, sobald man diesen Expertenstatus hat, kann man sich auch auf ganz andere Sachen bewerben. Da kann man auch mal für ziemlich viel Geld wo sprechen, nur als Beispiel. Oder man kann auch direkt, das ist noch ein weiterer Hack, sagen: Ich schreibe mal in einem Blog auch einen Gastartikel.
Wisst ihr, Blogger haben genau eine Mission und das ist regelmäßig Content publizieren. Überlegt jetzt mal, ihr habt euren eigenen Blog und euch sagt jemand, ich will kein Geld dafür haben, dafür schreibe ich dir regelmäßig Artikel. Bäm, ich will nur, dass mein Name drunter steht. Und wenn ihr gemütlich unterwegs seid, einen deutschen Blogartikel kann man auf Fiverr für 40 € kaufen. Also wenn ihr keinen Bock habt zu schreiben oder ihr sagt, ich gehe lieber 3 Stunden kellnern und habt dann die 40 € beisammen, als 3 Stunden einen Artikel zu schreiben. Es gibt keine Ausrede, das nicht zu machen. Wirklich, es geht easy. Also Gastartikel sind dann nochmal ein cooler Hack in Blogs. Und der, den macht fast keiner. Ihr kennt vielleicht Google My Business. Dort könnt ihr eigentlich nur ein Geschäft anmelden. Was ich damals gemacht habe, ich habe Benjamin Scholeen, den Eintrag gibt es heute noch, der bleibt auch, als Berater notiert. Warum? Berater klingt hochprofessionell. Bin ich Berater? Manchmal ja. Ich berate auch manchmal Unternehmen. Aber es ist nicht mein Hauptjob. Aber es erhöht die Kompetenz. Wenn ihr jetzt euren Namen bei Google einlistet und das Thema Berater und dann sammelt ihr Bewertungen. Und Bewertungen sammeln ist leichter, als man denkt. Fragt Leute, mit denen ihr zum Beispiel ein geiles Buchprojekt zusammen gemacht habt. Fragt Leute, mit denen ihr zusammen an der Uni coole Projekte macht, ob ihr eine Bewertung für eure Kompetenz bekommt. Überlegt mal, man googelt euch, da ist ein Eintrag rechts, hochwertiges Bild, darunter sind Bewertungen und es steht noch Berater für Projektmanagement, was halt euer Job ist, was ihr machen wollt. Das ist so billig, das ist so einfach und es wirkt so unglaublich gut. Und hier komme ich wieder zu meiner Grundthese vom Anfang, weil wir alle Äffchen sind. Wer war der beste Jäger? Na, der, der das Bärenfell umhat. Was meint ihr? Ihr seid in der Stammesgesellschaft, ihr kommt neu in ein Dorf und ihr habt ein Schaffell um. Wie wirkt denn das? Meint ihr, da nimmt man euch mit auf die Jagd? Natürlich nicht. Also Schaffell, da denkt man sich so, wow, du hast ein Schaf erlegt, sei stolz auf dich. Aber der mit dem Bärenfell, der, mit dem ist man gern auf die Jagd gegangen. Außer man hatte Angst, dass er zu gut ist. Das ist dann die andere Problematik. Aber wenn ihr zu kompetent für euer Umfeld seid, dann sucht euch halt ein neues Umfeld. Ich bin da relativ schmerzfrei. Finde ich mega geil, das Energielevel hier. Ihr bekommt von mir jetzt noch eine Taktik mitgegeben. Und ich weiß, wenn heute 100 Leute anwesend wären, würde sich das nur einer trauen. Und deswegen erhöhe ich die Quote und möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem Lifestyle-Entrepreneur, der Tim Ferriss hieß. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch das Buch 4-Stunden-Woche, 4-Stunden-Körper und, und. Der hat damals mit Studenten was probiert. Der wollte Studenten, wo er unterrichtet hat, zeigen, ey Leute, große Ziele sind leichter, als ihr denkt. Und er hat eine Challenge in den Raum gegeben. Und die Challenge war, Leute, ihr stellt Kontakt zu einem A-Promi her. Das kann ein Präsident sein, das können Spitzensportler sein, das können Sänger oder Schauspieler sein. Und bringt sie dazu, auf eine von 3 Fragen zu antworten. Also ihr klingelt durch, ihr schreibt E-Mails, ihr schaut, dass ihr Kontakt herstellt. Er hat das probiert und hat gesagt, wer mir diese Aufgabe erfüllt, bekommt. Oder wer sie am besten erfüllt, bekommt von mir einen Hin- und Rückflug an ein Ziel seiner Wahl finanziert. Klingt ja erstmal geil. Und es hat kein einziger gemacht, weil alle sich gesagt haben, boah, die anderen, die werden das eh besser machen, als ich es könnte. Und deswegen hat es keiner in diesem Kurs gewagt. Autsch. Und im nächsten Jahr hat er genau diese Geschichte erzählt und da hat es der Großteil probiert. Und noch mehr haben es geschafft. An der Spitze ist es einsam. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute sich über ernst gemeinte und gut gestellte Fragen freuen. Heißt also, das ist möglich. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Weil ich euch damit sagen möchte, wenn es eine Gruppe von amerikanischen Studenten schafft, mit Präsidenten, Ex-Präsidenten, Spitzensportlern und Schauspielern Kontakt aufzunehmen, dann schafft ihr auch das, was ich euch jetzt sage. Und die Technik macht euch innerhalb von einem Monat zu einem angesehenen Experten für euer Gebiet und gibt euch sogar noch das Wissen dafür. Schritt 1. Kann jeder von euch eine Stunde Präsi zu einem Gebiet, wo ihr kompetent wirken wollt, vorbereiten? Wirklich, gibt es keine Ausrede. Eine Stunde wirklich einfach zusammengrasen und eine Stunde drüber quatschen. Kann jeder zu irgendeinem Gebiet, wenn nicht, googelt so lange und YouTubet so lange, bis ihr es könnt. Dann im Anschluss schnappt ihr euch kleine Unternehmen in der Region.
wirklich so, das kann der lokale Supermarkt sein, das spielt keine Rolle, das kann irgendein Lagerbetrieb sein, das kann das lokale Sportgeschäft sein. Und die fragt ihr, ich möchte Redeerfahrung im Firmenhintergrund sammeln, darf ich euch einen Vortrag halten? Sagt hinten dran, ich will nichts verkaufen. Da gibt es nämlich eine Menge Leute, die machen da eine Kaffeefahrt draus. Ich will das einfach nur üben. Haltet die Präsi, wenn ihr merkt, dass sie gut ankam, lasst euch das mit einem Zettel bestätigen. Erste Referenz. Studenten, ihr alle wisst, ihr könnt auch an der Uni einen Vortrag halten. Für außerakademisches Publikum sogar noch einfacher möglich. Jeder kann an der Uni einen Vortrag halten und vorsprechen. Verweist darauf, dass ihr schon für lokale Unternehmen gesprochen habt. Das wäre dann nämlich Schritt 2. Schon habt ihr einen Vertrauensauslöser. Und schon habt ihr Schritt 1 beziehungsweise 2 geschafft. Und das ist, ich bin Sprecher über, ich nehme jetzt wieder Projektmanagement als Beispiel. Nehmt es für alles, wo ihr einsteigen wollt. Ich bin Sprecher für Projektmanagement an der Staatlichen Universität von Regensburg jetzt als Beispiel und habe in Straubing schon bei lokalen Unternehmen über dieses Thema gesprochen. Wenn ihr noch Namen habt, umso geiler. Mit diesen Referenzen könnt ihr jetzt zu größeren Unternehmen gehen. Ihr könnt jetzt Referenzen sammeln und die upgraden. Es ist verdammt leicht, bei einem lokalen Standort von Microsoft einfach mal über eine Thematik zu sprechen. Das ist zum Teil ja nur ein Standortbüro. Aber wie geil klingt denn das, wenn ihr zum Beispiel in der IT-Branche seid und ihr sagt, ich habe über das Thema künstliche Intelligenzen bei Microsoft und an der Staatlichen Universität Regensburg Vorträge gehalten. Und es ist nicht gelogen. Oder was meint ihr, wie das die ganzen Promis, wie das die ganzen Experten machen? Das ist keine Magie. Die sind genau diesen Weg gegangen. Und das kann jeder. Und das ist das Interessante. Egal, ob ihr selbstständig oder angestellt sein wollt, damit habt ihr eine Einladungsquote von 100%. Damit könnt ihr beim Gehalt ganz anders verhandeln. Und ich möchte aber eins sagen. Ihr müsst den Mut haben, dazu zu stehen, dass ihr geil seid und das könnt. Denn die meisten wissen hier, dass das funktioniert. Aber die meisten trauen sich's nicht, weil sie es denken, das ist nicht der Weg, der für mich gedacht ist. Und das ist schade. Und um hier wirklich einen guten Schnitt zu machen, ich gebe euch nochmal was, was euch Mut macht. Wenn ihr das macht, 9 von 10 Leuten sagen nein. Aber das heißt, geil, ich habe jetzt da angefragt und habe ein Nein bekommen. Cool, muss ich nur noch 9 Mal anrufen, dann kriege ich ein Ja. Ein Verkäuferkollege von mir, den ich sehr schätze, geht folgendermaßen ran. Der verdient an einem Verkauf 5.000 Euro. Sehr großdenkender Mensch. Bei jedem 10. Mal klappt's. Und er sagt sich somit, okay, wenn ich bei jedem 10. Mal 5.000 Euro verdiene, habe ich mit jeder Absage 500 Euro verdient. Jedes Mal, wenn ihm jemand absagt, sagt er, geil, wieder 500 Euro gemacht, rechnerisch. Das ist Denkweise. Das ist Mindset. Habt den Mut. Wenn auch nur einer von euch die Strategie geht, euer Leben ist in einem Jahr anders. Und es ist scheißegal, wie alt ihr seid. Ihr zählt dann zu den Spitzenverdienern. Ihr seid dann die Kräfte, die international gefragt sind. Das schenkt euch keiner. Wartet nicht darauf, dass ihr fleißig arbeitet und euch jemand befördert. Das passiert nicht. Und damit sind wir wieder in der Eigenverantwortung. Und damit schließt sich der Kreis an dieser Stelle. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, wir machen nochmal einen rhetorischen Dreischritt. Vor einer Stunde 41 haben wir mit Präsentieren angefangen. Ihr wusstet noch nicht, was euch erwartet. Wir sind über die Biologie des Menschen, über Stammesgeschichten, über Präsentations- und Redetechniken hin zu dem, was euch im 21. Jahrhundert adlig macht, gegangen. Und ich weiß, wenn ihr diese Techniken durchzieht, dann schaut ihr in einem Jahr auf heute zurück und sagt euch, das war der Beginn von einem geileren Leben. Und wenn das auch nur bei einer von euch klappt, habe ich meine Mission heute erfüllt. Liebes Publikum, wenn ihr mehr Content von mir haben wollt, ich gebe regelmäßig hier Webinare, wenn ihr noch mehr Content wollt, habt ihr die Möglichkeit, ich mache aktuell wieder täglich YouTube. Ich möchte hier die Qualität massiv erhöhen. Ich bin gerade in der Experimentierphase. Wer Bock hat, kann den Kanal abonnieren. Ich freue mich riesig über jeden Zuschauer. Ich freue mich auch riesig über jedes Feedback. Da bekommt ihr auf jeden Fall genau diese Qualität von Content in handlichen täglichen Dosen. Weißt du was? Dieses Webinar war für alle Teilnehmer kostenfrei. Und ich habe dir mal sowohl hier als auch in der Videobeschreibung einen Link zu meiner Seminarpage bei eLevel Academy, mit denen ich zusammenarbeite, verlinkt.
Dort findest du alle Webinare von mir, die in der nächsten Zeit stattfinden. Beim Großteil kannst du, ohne dass es dich auch nur einen Cent kostet, teilnehmen und kannst genau diese Form von Content bekommen, aber noch mit einem Vorteil obendrauf, denn ich habe ja hier die Fragen, die zwischendurch kamen, immer rausgeschnitten. Hier kannst du natürlich, wenn wir uns mal live sehen, direkt deine Fragen stellen und bekommst quasi eine Antwort auf alles, was dich zu deinem Thema weiterbringen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal in einem Webinar begegnen. Schau am besten gleich mal nach, ob ein Thema dabei ist, welches dich auf deinem Weg zu deinen wahren Zielen einen großen Schritt weiterbringen kann.